bin die Anna Suk. Ich bin hier mit dem Film Cops. Ich bin Schauspielerin. Und ja, ich komme aus Wien. Kannst du ganz kurz was sagen zu dem Film, mit dem du da bist? Kurz zusammengefasst, worum geht es? Im Cops geht es um einen jungen Vega-Anwärter. Das ist die Spezialeinheit oder eine Spezialeinheit in Wien. Und der erschießt in vermeintlicher Notwehr einen psychisch kranken Mann und muss dann halt damit leben, dass er einen Mann erschossen hat und hat dann ein Post-Shooting-Trauma und mit dem versucht er umzugehen und ich durfte seine Freundin spielen. Was hat dich besonders gereizt an der Rolle? Wie bist du zu dem Film gekommen? Ich wurde ausgesucht zweimal. Es war ganz lustig, weil die Casterin hat mir von einem Regisseur erzählt, der mich zweimal ausgewählt hat. Er hat gesagt, ja, der hat ein Casting eben gesehen, was ich dort gemacht habe. Und er hat gesagt, ja, die will ich. Und aus dem einen Kurzfilm, die will ich auch. Und das war halt beides ich. Und so bin ich dazu gekommen. Also war schon schöner, kann es gar nicht sein. Und was mich gereizt hat daran, war, dass ich mich all meinen Ängsten stellen konnte in diesem Film. Das war am Anfang das, was mich halt abgehalten hat ein bisschen. Aber mit viel Liebe und Vorsicht habe ich mich dann all meinen Ängsten gestellt. Und das war das Schießen, Sexszenen, Achterbahnfahren, Gottes Willen. Also alles. Wie muss man sich die Vorbereitung auf solche Szenen und überhaupt auf die Rolle vorstellen? Das scheint ja sehr extrem zu sein. Ja, also bei den Burschen und bei den Männern war es eher körperlich, bei mir war es sehr viel psychisch. Also, weil ich hasse halt wirklich so Achterbahnfahren, das war meine größte Angst, also eine von meinen größten Ängsten, genauso wie Schießen. Aber man muss es halt einfach mal machen und ausprobieren und dann geht das schon. Und man braucht halt, also im Idealfall hat man halt Unterstützung und Leute, die dann da sind und einem da helfen. Also bei den Sexszenen genau das Gleiche. Also die waren da alles so lieb und vorsichtig und alle hatten Angst. Also der Laurenz, der Stefan, ich. Also da waren wir schon ein super Team eigentlich zu dritt. Wie sind die Dreharbeiten verlaufen? Kannst du dazu kurz was sagen? Ja, lustig. Also ich war ja, ich war nicht immer dabei, aber wenn ich dabei war, war es halt super lustig. Also ich habe, wie gesagt, es war immer auch mit Angst verbunden. Fast jeder Drehtag war mit Angst verbunden, weil entweder ich habe die Schauspieler so großartig gefunden, ich habe sie alle so großartig gefunden, oder ich musste halt Sachen machen, vor denen ich Angst habe. Und das war halt so spannend und so großartig wie Achterbahnfahren. Also ich weiß, das ist jetzt so das Hauptthema gerade, aber das habe ich halt nie gemacht vorher. Und ich bin da drin gesessen und ich hatte blanke Panik. Und dann sind wir das aber 10-mal gefahren. Und ja, und irgendwann ist es gegangen. Und ja, habe ich die Frage beantwortet eigentlich? Okay, wenn du das sagst, dann. Was ist dein erster Eindruck so vom Festival? Du bist gerade erst angekommen. Worauf freust du dich besonders? Also es ist so schwer zu sagen, weil ich bin so froh, dass ich da sitzen darf. Das klingt so blöd, aber wir sind heute angekommen. Wir haben, glaube ich, eine Stunde geschlafen, weil wir so früh schon geflogen sind. Es sind alle so unpackbar freundlich und lieb und zuvorkommend. Ich habe jetzt nichts, worauf ich mich im Speziellen freue, sondern ich bin einfach gespannt, was als Nächstes passiert, weil das ist so alles so überraschend und ja, danke. Du bist ja auch nominiert hier in diesem Festival für den Braunschweiger Filmpreis als die beste Newcomer-Schauspielerin. Wie würdest du damit umgehen, wenn du gewinnst? Hast du eine Idee? Nein. Ja, da habe ich wirklich nur eine Art Nein. Keine Ahnung. Wie geht man damit um? Wie würdest du damit umgehen? Hast du denn schon neue Projekte, wo du dir vorstellen kannst, dann mit Selbstvertrauen reinzugehen, wenn du diesen Preis gewinnst? Ja, Ja, ich habe schon neue Projekte. Es sind so kleinere Sachen, aber es macht mir halt voll Spaß. Also um Selbstvertrauen geht es gar nicht, das macht mir voll Spaß. Ich will das ja alles machen. Es ist nur so, dann immer so die Überwindung von Ängsten. Und jetzt habe ich die Frage, glaube ich, wieder ganz falsch verstanden. Was? Welche neuen Projekte hast du denn? Aber eigentlich hast du die Frage auch beantwortet. Okay, welche neuen Projekte? Ich habe so eine kleine Rolle in einer Serie in Wien, so einen Tag. Darauf freue ich mich sehr. Und ansonsten, es gibt schon Projekte, die sind aber noch ein bisschen weiter hin, auf die freue ich mich und da ist noch ein bisschen Abwarten angesagt. Ja. Und wenn du jetzt davon sprichst, so ist die nächsten Herausforderungen, die kommen, welche Ängste willst du denn noch überwinden? Was muss denn jetzt noch kommen nach diesem Film? Also die Sache ist ja die, ich wollte ja gar nicht meine Ängste überwinden. Also ich habe mir dann gedacht, so, mach das doch, komm. Aber
ich weiß es gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Also ich will das jetzt gar nicht sagen auch, weil wer weiß, wer das sieht und dann so, ah super, ja, das ist ihre Angst. Nein, das behalte ich lieber für mich. Das ist mir viel zu riskant, das jetzt so zu sagen, was meine Ängste sind. Ja, da gebe ich dir keine Antwort. Und abschließend noch, welchen Rat kannst du noch jungen Schauspielerinnen und Schauspielern geben, die auf der Suche sind, auf dem Weg dorthin, eine Rolle zu bekommen in einem großen Film, der dann auf Festivals läuft? Rat? Ich würde einfach sagen, sie sollen machen, was sie gern machen und jetzt nicht unbedingt so um jeden Preis irgendwo mitspielen wollen mit irgendwelchen Leuten, die sie überhaupt nicht mögen oder so, sondern einfach machen, was sie gern machen. Und wenn dann denen jemand deppert kommt, sollen sie sagen, ah, da, na, also sie sollen auf sich selber hören, weil, ja, die innere Stimme ist so weise und das ist so ein blöder Satz, aber es ist die Wahrheit einfach und das ist halt, ja, das würde ich ihnen raten. Super, vielen, vielen Dank, dass du hier mit uns bist und dass du so viel Spaß hast. Wir sehen uns wieder. Ciao. Danke.